Güstrows Altstadtzentrum bietet viele kulturelle Perlen und Gebäude mit besonderem städtebaulichen Wert. Nach umfangreichen Sanierungen und Restaurierungen in den vergangenen Jahren sind diese architektonischen Schätze auch wieder sichtbar. In unmittelbarer Nähe zum Renaissance-Schloss fällt ein Gebäude mit mächtigem Steildach auf. 15 Jahre lang stand es leer. Inzwischen ist das Haus, das im 16. Jahrhundert entstand, aufwendig saniert worden, mit viel Liebe zum Detail. Der Bauherr, Familie Bär aus Schleswig-Holstein, hat großen Wert darauf gelegt, die historische Bausubstanz, soweit es geht, zu erhalten. Dafür gab es 2019 den Güstrower Bauherrenpreis. Die Familie Bär hat sich ja spontan für Güstrow entschieden, hier zu investieren. Sie kommen ja so aus dem Hamburger Umfeld, sage ich mal. Und das ist ja nicht unbedingt typisch, dass Hamburger hier in Güstrow investieren. Und sie haben sich natürlich ein großes Objekt genommen, die Schlossstraße 6. Man sieht hier von der Straße ja nur die Front. Das zieht sich ziemlich hinten rein. Da gibt es noch Anbauten, die erst 100 Jahre alt sind. Und die sind alle stehen geblieben und saniert worden, sodass schon eine erhebliche Summe dort zu investieren war. Dass das Vorderhaus mit dem auffallenden Giebelhausteil zur Zeit der Renaissance entstand, verraten kleine Details wie die Lilienanker an der Vorderfassade. Auf der Hofseite ist noch die ursprüngliche Fachwerkbauweise erhalten. Innen fällt die großzügige Diele als Zentrum des Hauses auf, ebenso die schönen alten Holzbalken. Dendrologische Untersuchungen ergaben, dass das Gebäude um 1573 entstand, mitten in der Blütezeit unter Herzog Ulrich. Besonders auffällig das Zunftzeichen aus dem Jahr 1634. Es ist eine aufwendige Nachbildung, die zur 750-Jahrfeier der Stadt angefertigt worden war. Sie gibt einen Hinweis darauf, dass das Gebäude einst als Herberge für Handwerksgesellen genutzt wurde. Im Stadtarchiv ist einiges aus der bewegten Geschichte des Hauses überliefert. Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts diente es als Brauerei und Gastwirtschaft. Und zwar beginnen diese Überlieferungen 1848, speziell für dieses Haus, mit dem Brauer Johann Wolfgang Schorr. Der kam aus Bayern und hat hier in Güstrow das Bürgerrecht erworben. Und damit einher ging die Einrichtung einer Brauerei und einer Gastwirtschaft in der Schlossstraße 6. Und diese Brauerei und die Gastwirtschaft betrieb er 27 Jahre recht erfolgreich. In das Lokal in der Schlossstraße 6 soll auch Fritz Reuter auf seiner Besuchsreise 1865 eingekehrt sein. Drei Jahre später gründete der Güstrower Männerturnverein in seinem Vereinslokal die Freiwillige Güstrower Feuerwehr. Storchennest wird das Haus bis in das 20. Jahrhundert liebevoll genannt, weil auf einem der Brauereischornsteine über viele Jahre Störche genistet haben. Eine alte Postkarte greift diesen Namen auf. 1911 zieht in das Gebäude die Mädchenmittelschule ein. Zuletzt wird es als Altenheim genutzt. Heute beherbergen das Vorderhaus und der Anbau aus dem Jahr 1933 insgesamt 12 Wohnungen. Etwa 2 Millionen Euro haben die Eigentümer seit 2017 investiert. Nach nur 14 Monaten waren die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. So konnte ein weiteres Gebäude in Güstrow vor dem Verfall gerettet und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Der besonders besucherstarke Bereich in der Nähe zum Schloss und direkt neben der Wollhalle ist damit entscheidend aufgewertet worden.